I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Hallo meine Lieben, ihr habt richtig gelesen, wir sind schwanger. Ich kann es gar nicht glauben, aber wir sind schwanger, noch sehr, sehr früh. Warum ich euch das jetzt schon erzähle, hat drei Gründe. Der erste Grund ist, ich möchte dieses Mal an meine Schwangerschaft komplett frei und zuversichtlich rangehen. Ich möchte gar keinen schlechten Gedanken zulassen und ich möchte vertrauen, dass alles gut ist. Das ist mein erster Grund. Mein zweiter Grund ist, ihr wisst, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ein sehr ehrlicher Kanal und ich möchte euch von Anfang an mitnehmen und selbst wenn irgendwas wäre, dann würde ich es euch auch erzählen. Und der dritte Grund ist, ich möchte einfach frei vloggen. Ich habe jetzt die letzten Tage ganz wenig, nee, überhaupt nicht, kann man sagen, gevloggt. Meine Schwiegereltern sind noch da, gehen aber morgen. Das war super anstrengend für mich, weil ich leider auch mit Übelkeit zu kämpfen habe und die jeden Tag Programm möchten, logischerweise, sind einmal im Jahr in Deutschland. Andrea hat mir manchmal ein bisschen Stress gemacht, aber eigentlich schon viel Verständnis gezeigt, dass ich meine Ruhe brauche und auch meine Zeit für mich. Ich bin natürlich müde, ich, wie gesagt, habe Übelkeit und deswegen war es die letzten Tage sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, jetzt wird keine Kamera in die Hand genommen, es wird kein Social Media gemacht. Ich ruhe mich aus, weil ich es einfach brauche und wenn es mir dann besser geht, dann mache ich was mit den Schwiegereltern, weil sie nur einmal im Jahr da sind. Deshalb, ihr Lieben, sorry, dass in den letzten 10 Tagen gar nichts kam. Es hatte einen wunderschönen Grund. Jetzt möchte ich euch aber von Anfang an erzählen, weil viele wissen, dass ich immer noch stille. Das heißt, ich bin schwanger geworden in der Stillzeit, wo mir so viele gesagt haben, du musst abstillen, wenn du einen Kinderwunsch hast, dann lass das doch jetzt, die ist doch schon 2 Jahre und 3 Monate und das reicht doch jetzt mal. Und Gott sei Dank habe ich auf diese Menschen nicht gehört. Ich hatte einmal meine Periode am, ich mache es jetzt ganz genau mit euch, 12.04. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und habe zu Andre gesagt, ich habe meine Periode trotz Stillen bekommen. Jetzt hole ich gleich Ovulationstests und dann schauen wir einfach mal, wann der Eisprung passiert. Habe von Clear Blue die Ovulationstests geholt, das sind 10 Stück. Die steckt man dann in so einen, sieht aus wie ein Schwangerschaftstest, aber ist ein Ovulationstest, steckt man dann rein. Und dann macht man Pipi drauf und wenn ein Smiley kommt, dann hat man den Eisprung. Dieser Smiley kam nie. Dann habe ich gedacht, naja, das wird sich jetzt natürlich wahrscheinlich schon ein paar Zyklen einspielen müssen, bis das wieder so irgendwie funktionieren kann. Auf jeden Fall habe ich von Tag, ich glaube 10 Tage lang getestet und da war nichts. Deshalb, wir hatten trotzdem immer mal wieder Geschlechtsverkehr, aber deshalb war ich halt sicher, dass es noch kein richtiger Zyklus ist, beziehungsweise noch kein Eisprung vorhanden ist. Und habe da dann auch gedacht, ach komm, mach dir doch jetzt nicht gleich im ersten Zyklus Stress und lass es. Und dann habe ich nach diesen 10 Tagen das auch wirklich gelassen. Und das war dann praktisch Tag 22 oder so. 10 oder 12 habe ich angefangen und 22 oder 24 habe ich dann aufgehört. Und habe das Thema wieder komplett abgeschoben und habe gedacht, jetzt schauen wir einfach mal, wenn die Periode kommt. Ich weiß von vielen, dass wenn die Periode nach einer Schwangerschaft kommt, dass das ewig dauert, bis die wieder einen 28-Tage-Zyklus haben oder überhaupt einen normalen Zyklus haben. Manche haben 60 Tage, 80 Tage, 40 Tage. Und deswegen habe ich mich da komplett frei gemacht und habe gedacht, man muss ja jetzt nicht gleich beim ersten Zyklus wieder in diesen Stress kommen. Und ich habe schon zu André gesagt, ach, das nervt mich jetzt schon wieder. Wer uns nicht lange kennt, ich hatte 4 Jahre einen Kinderwunsch, bis ich mit Liana schwanger wurde. Ich hatte eine Fehlgeburt nach 3 Jahren, also eine Schwangerschaft nach 3 Jahren und Liana dann nach 4 Jahren. Und ich habe natürlich über diese 4 Jahre tausende Schwangerschaftstests gemacht. Ich habe immer mir Symptome eingebildet. Ich habe, ja, ich war wirklich bester Kunde bei Clear Blue. Habe immer Schwangerschaftstests gemacht, habe ja auch so Billigtests auf eBay und Amazon mal gekauft und habe aber wirklich übelst viel es gibt Menschen, die weitaus mehr investieren in einen Kinderwunsch und wo es dann auch weitergeht, die das nicht auf normalem Weg machen können. Aber ich meine, ich war einfach sehr
versteift auf dieses Thema. Und ich habe André jetzt in dem ersten Zyklus gesagt, ich will das eigentlich gar nicht. Jetzt fängt das schon wieder an, wo man sich Sachen einbildet und wo man denkt, oh, vielleicht ist man doch schwanger. Und obwohl ich gesehen habe, ich habe keinen Eisprung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann gelassen und habe gedacht, ich warte jetzt einfach entspannt auf meine Periode. Vielleicht kommt es in 40, 50, 60, 70, 80, 90 Tagen. Who knows, ne? Und habe dann überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Liana war sehr viel an der Brust und ich hatte dann plötzlich wieder so ein Ziehen, so ein unangenehmes Gefühl beim Stillen und habe gedacht, ah, das ist jetzt halt wieder, weil sie viel an der Brust ist. Ne? Das gab es immer mal wieder, wenn sie viel an die Brust will, dass dann die halt einfach ein bisschen überansprucht sind und das dann so ein bisschen wehtut. Das war so das erste Anzeichen, wo ich jetzt weiß, es hatte nichts mit viel Stillen zu tun, sondern wirklich ein Schwangerschaftsanzeichen. Habe ich mich dann auch später daran erinnert, dass ich das auch schon bei einigen Stillmamas gehört habe, dass eben das Stillen wehtut, wenn man wieder schwanger ist. Aber in dem Moment habe ich das überhaupt nicht aufs Schwangersein bezogen, weil ich, wie gesagt, mich freigemacht habe von dem Gedanken, dass es klappen könnte im ersten Zyklus, weil kein Eisprung da war. Dann kam Tag X und das war jetzt ungefähr vor 2 Wochen. Ja, ich glaube so ein paar Tage bevor Andres Eltern kamen, also so 2, 2,5 Wochen, war mir dann plötzlich schlecht und übel. Aber auch nie im Leben gedacht, dass es von der Schwangerschaft kommt. Mir war einfach so unwohl und ich habe André gesagt, boah, irgendwie geht es mir nicht gut, wahrscheinlich die Hitze. Ne? Wir haben hier bei uns in Freiburg, in der Nähe von Freiburg, ist es super heiß. Und an den Tagen war es um die 30, 32 Grad. Mir war schwindelig, mir war übel. Und ich habe gedacht, ich habe sowas wie einen Sonnenstich und habe dann einfach geguckt, dass ich an dem Tag ein bisschen ruhiger mache. Am nächsten Morgen ging es mir genauso und dann dachte ich immer noch, huch, das ist jetzt aber komisch. Ich dachte, das war einfach so von gestern, von einem Sonnenstich, habe aber immer noch nichts gedacht. Habe gedacht, werde ich jetzt krank. Und dann, wo das dann über den Tag verteilt gar nicht besser wurde, und dann sind wir abends in eine Pizzeria gegangen und ich habe meine Lieblingspizza bestellt und konnte die nicht essen, weil die mich so angewidert hat. Ich habe da alles runtergekratzt und habe irgendwie nur den Boden gegessen. Dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Habe das auch zu André gesagt und dann sagt er, vielleicht bist du wirklich schwanger. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Ich habe ja gemessen, wir hatten ja keinen Eisprung. Na gut, ist es halt einfach ein Unwohlsein. Ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgestanden und kotzeübel. Und dann habe ich zu André gesagt, André, hol einen Test. Also das ist jetzt schon komisch. Klar gibt es mal eine Magenverstimmung oder so, aber über so 2 Tage verteilt und auch mit eben diesen Abneigungen gegen Essen hatte ich noch nie und ich bin sehr selten krank. Und dann hat André gesagt, okay, er fährt schnell in die Apotheke. Ist in die Apotheke gefahren. André, das muss ich gleich vorweg sagen, ist ein wunderbarer Mensch. Aber mit seinen Emotionen hat er so ein bisschen Probleme, würde ich behaupten. Ist nach Hause gekommen, hat mir den Test in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich gehe mit Mia spazieren. Und dann habe ich gesagt, hä, willst du nicht dabei sein? Und hat er gesagt, nee, schreib mir dann. Ich glaube aber auch, weil er jetzt nicht so wirklich damit gerechnet hat, dass da was Positives dabei ist, dann ist er mit Mia los. Und ich habe mich dann aufs Klo gesetzt, hatte keinen Morgenurin mehr, weil der war schon weg. Und habe dann gedacht, naja, klappt das jetzt überhaupt mit dem zweiten Urin? Weil bei den Tests steht ja immer, man soll den ersten Urin nehmen. Ne? Habe gedacht, egal, mache ich jetzt trotzdem. Und da war aber so ein fetter, dicker Strich. Jetzt durch die Vergilbung sieht man es nicht mehr ganz so gut. Aber der war so fett, ohne Morgenurin und eben, ich wusste ja gar nicht, wo ich bin, ne, mit der Schwangerschaft. Hat es jetzt vor den Tests, vor den Ovulationstests geklappt oder danach oder jetzt gerade erst? Und ich wusste, und ich habe auch zu ihm gesagt, kauf einen Frühtest. Weil es könnte ja sein, dass es gerade erst war mit dem Eisprung. Also im normalen Zyklus, in den normalen, so wie man es normalerweise rechnet, war es definitiv nicht. Naja. Richtig krass positiv. Ich sofort André einen Screenshot gemacht, er mich via FaceTime angerufen. Er so, hä, schwanger? Und ich so, ja. Und dann war natürlich die Freude riesig. Dann kam er zurück vom Spaziergang, hat mich umarmt und geküsst und hat gesagt, echt? Also wirklich jetzt? Und dann ich so, ja, ich glaube schon. Und es war dann irgendwie so total, weil kein Mensch wirklich damit gerechnet hätte. Ich habe einmal meine Periode gehabt und habe auch gedacht, ich sage das jetzt nicht auf YouTube, dass ich meine Periode habe, weil dann beginnt dieser Druck wieder, den ich mir dann selber aufbaue. Dann fragt jeder, ist sie schwanger? Ah, sie sieht ein bisschen dicker aus. Ah, sie hat eine andere Haut und so. Und dann geht das wieder los. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt ganz entspannt. Und wenn es klappt, dann klappt's. Ihr Lieben,
Ich hatte 4 Jahre einen Kinderwunsch mit einer Fehlgeburt. Dass es jetzt beim ersten Mal klappt, ist einfach ein so krasses Wunder. Und ich bin so, so dankbar. Ich konnte das absolut nicht fassen. Und trotz dieses positiven Tests habe ich natürlich immer noch nicht, wie das halt so ist, 100%ig dran geglaubt, dass das jetzt wirklich eine intakte Schwangerschaft ist. Habe natürlich sofort bei meiner Frauenärztin angerufen und dann kam der AB und hat gemeint, wir sind im Urlaub bis zum Blablabla. Und dann habe ich gedacht, okay, kurz überlegen, wenn ich jetzt mich zurückdenke an Lianas Schwangerschaft, da hätte ich sofort einen anderen Frauenarzt angerufen, sofort gesagt, ich brauche einen Termin. Und jetzt habe ich aber gedacht, nein, Jana, stopp, bremst. Bleib mal ganz cool. Du hast einen positiven Schwangerschaftstest, den hast du nicht, wenn du nicht schwanger wärst. Klar, es gibt schon noch solche Dinge wie Eileiterschwangerschaft oder so, ne, wo es dann keine intakte Schwangerschaft wäre, aber vertraue jetzt einfach mal auf deinen Körper. Warte, bis deine Frauenärztin aus dem Urlaub zurück ist und chill einfach eine Runde. Für mich super schwer. Trotzdem habe ich das so gemacht. Hab dann, ich glaube, 8, 9 Tage später war sie dann aus dem Urlaub zurück, habe ich angerufen, dann hat sie gemeint, heute geht's nicht, aber ich kann morgen kommen. Ist aber auch nur ein Einschubtermin, das heißt, sie guckt nur kurz, ob alles okay ist und es ist keine lange Ultraschalluntersuchung oder persönliche Gespräch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also bin ich an dem Dienstag kurz zu ihr rein. Sie hat mir gleich gratuliert und dann war ich auch so, nee, gratulier mir nicht, guck erst nach. Wieder. Stopp, vertrau auf deinen Körper, du bist schwanger, alles ist gut. Dann bin ich auf den Stuhl und sie hat sofort gesagt, ah, schau mal, da ist es und man sieht eine Herzaktion. Und dann habe ich ihr halt das mit dem Zyklus erklärt und dann hat sie gesagt, naja, das sieht schon so aus, als ob das noch früh wäre. Also, wie gesagt, man sieht eine Herzaktion und man sieht, ich kann es euch zeigen. Ne? Andrea hat gesagt, sieht aus wie Raumschiff Enterprise. Ich weiß jetzt nicht, wer was darauf erkennt, aber hier ist der kleine Embryo und hier ist ein ganz, ganz leichter Strich zur Plazenta, also die Nabelschnur und die Plazenta. Und das ist der kleine Embryo, 1 Zentimeter groß. Und sie meinte, wie gesagt, es war so ein schneller Termin, dass es ungefähr die 7. Woche ist, denkt sie. Aber sie hat gesagt, in 2 Wochen machen wir nochmal einen richtigen Termin und dann wird sie alles vermessen und schauen. Und dann sagt sie mir definitiv, welche Woche ich bin. Aber sie schätzt mal so die 7. Woche. Was auch in meinem Kopf irgendwie besser dazu passt, weil ich weiß, dass, also was auch komisch ist, bei Liana habe ich den Eisprung total gespürt. Jetzt nach der Schwangerschaft mit Liana habe ich gar nichts mehr gespürt, also eisprungmäßig. Vom Gefühl her glaube ich aber auch, dass es nach meinen ganzen Tests passiert ist. Und man sagt ja auch, die Übelkeit fängt eher erst so in der 5., 6. Woche an, was dann auch passen würde mit den Tagen, wo ich dann eben später bei der Frauenärztin war. Okay, liebe, ihr Lieben. Dass das jetzt aber nicht total langweilig wird. Sie hat bestätigt, ich habe einen kleinen Embryo in mir mit Herzaktion und ich soll in 2 Wochen wiederkommen und ich möchte jetzt einfach da total drauf vertrauen und dass ich normal vloggen kann und euch sagen kann, mir ist heute kotzübel, wollte ich euch es sofort mitteilen. Natürlich nehme ich Folsäure, da habe ich das da. Das habe ich jetzt auch schon so vielleicht einen Monat vorher genommen, in der weisen Voraussicht, frag mich nicht warum. Ich habe es schon angefangen, nicht so regelmäßig, aber wo ich dann den Schwangerschaftstest in der Hand hatte, habe ich natürlich jetzt jeden Tag darauf geachtet, dass ich die Folsäure nehme. Übelkeit ist echt ein Problem. Oh. Übelkeit ist echt ein Problem für mich, weil das kenne ich nicht so krass. Also bei Liana hatte ich das ab und zu, aber jetzt habe ich es wirklich sehr, sehr stark. Also schon beim Augenaufmachen eigentlich ist mir Kotze übel. Und ich versuche trotzdem immer mal ein bisschen früher aufzustehen, gehe dann runter, mache mir einen Anis-Kümmel-Fencheltee. Eigentlich habe ich mir speziellen Tee geholt, der mir super geholfen hat bei Liana in der Schwangerschaft. Das ist so eine Mischung von der Apotheke, die gegen Übelkeit helfen sollte. Aber es ist Pfefferminztee mit drin und Pfefferminztee wirkt ja abstillend. Und wenn ich jetzt halt jeden Tag 2, 3 Tassen von diesem Übeltee trinke, könnte sein, dass die Milch weniger wird, was ich natürlich für Liana nicht möchte. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der bestimmt viele interessiert. Ich stille Liana weiterhin, auch wenn es weh tut, und werde einfach schauen, stillt sie sich jetzt selber ab, weil die Milch sich ändert, oder werde ich Tandem stillen? Ich bin da total offen und frei. Momentan nervt mich das Stillen schon, weil es eben weh tut. Aber das ist für mich kein Grund aufzuhören. Ich möchte und hoffe, dass Liana das einfach von alleine macht. Und wenn sie es nicht macht, dann werde ich halt eine Tandem-Stillmama.
so mal der Plan. Mal schauen, ne? Wie viel ich dann wirklich aushalte, weil es ist natürlich schon eine körperliche Belastung. Magnesium nehme ich immer mal wieder, solche Brausentabletten. Eigentlich nimmt man das ja, wenn man dann so Krämpfe hat oder wenn eine Wehentätigkeit oder so später kommt. Aber mir hilft es gerade auch gegen die Übelkeit. Ich muss mal meine Frauenärztin fragen. Ich glaube jetzt nicht, dass es jeden Tag gut ist, aber es hilft gegen die Übelkeit. Was wollte ich euch noch erzählen? Ihr Lieben, ich bin jetzt natürlich super, super happy und euphorisch. Ich vertraue auf meinen Körper. Ich habe euch die Anzeichen erzählt. Ich habe euch erzählt, wie das wahrscheinlich passiert ist und wie es mir momentan geht. Und hoffe, dass ich jetzt einfach die nächsten Tage weiter vlogge, weil jetzt ist es raus. Ich freue mich riesig und ich nehme euch natürlich beim nächsten Termin mit. Der ist am 27.06. Also in irgendwie 10 Tagen habe ich den nächsten Termin und hoffe dann, dass, oder weiß, hoffe, dass da alles gut ist und nehme euch mit. Und ich freue mich, euch meine dritte Schwangerschaft verkünden zu dürfen. Die erste, wie gesagt, ich habe ein Video dazu gedreht, war eine Fehlgeburt. Die zweite ist mein Wunder Liana, die jetzt 2 Jahre und 3 Monate ist. Und jetzt mal schauen, wer kommt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und freue mich auf den nächsten Vlog mit euch. Ciao. I just want you, I just need you, I know what it is you do.